Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. So, wir sind hier noch im Königreich von Konora. Oder Corona, glaube ich. Ja, bei Rapunzel, glaube ich. Jedenfalls. Aber wir brechen jetzt auf zu einer neuen Welt. So, dann müssen wir jetzt erstmal hier gucken. Ja, dann hier rüber. Ja, genau, hier hin. Da kommen wir raus und da haben wir auch noch drei Schatzsphären. Die möchte ich natürlich erstmal haben. So, erstmal hier Monstropolis, Stufe 24 und Arendelle, Stufe 26. Gut, dann geht es erstmal da links rüber. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal den Punkt und ja, von hier aus aufbrechen. Von hier. So. Genau. Erstmal kaufen wir. Ja, wir kaufen erst noch ein paar neue Sachen ein. Das Trio-Feuer ist so ein Spezialangriff, den holen wir uns natürlich auch. Und ansonsten, ja. Die können wir im Prinzip auch einmal mitnehmen jeweils. So, dann, ja, aufbrechen von, ja, von dort. Dann welchen Gummi-Chat nehmen wir denn? Ich glaube, der ist nicht schlecht. Spezialwaffe nehmen wir das Trio-Feuer mal. Und von diesen Mini-Chats nehmen wir. Gut, Offensive ist gleich. Ich glaube, ich würde den nehmen, der hat nämlich so mittelmäßige Lebenspunkte und Rollen irgendwie viermal. Ja. Wird schon passen. So, dann mal los. So, mal gucken, wir haben dort links unser Ziel, aber erstmal möchte ich diesen Herzlosen dort vorne besiegen, denn wir müssen wahrscheinlich auch mal unser Gummi-Chat-Level erhöhen, das ist ja gerade mein erster Level 21. So. So, das Feuerwerk kann ich euch auch mal zeigen, das sieht dann so aus. Das tun wir nicht haben. So, jetzt noch das da. So, 146 Herzlose haben wir getötet. Und Rang A haben wir
Haben wir geschafft. So. Dann fliegen wir doch erstmal zu unserer Schatzsphäre. Oh, da sind wir in ein Herzhaus reingerast. So, wir müssen 100 Herzhose töten. Sollte ja nicht so schwierig werden. Ganz viel Eis hier. Und das war's schon. Nur ein B. Okay. Warum auch immer. Ja. So, dort vorne haben wir die Schatzsphäre. So, dann aktivieren wir sie mal. So, jetzt das da unten noch. Dann dort. So. So, ganz viele Gummis. Ein paar Materialien zum Schmieden. Okay. Gut. Dann mal kurz die Zonenkarte. Dann schalten wir uns mal diesen Wegpunkt frei. Da unten haben wir was Spezielles. So. Da nochmal. So, mal gucken, ob das ausreicht. Jo. So, den Wegpunkt haben wir auch. Sehr schön. Dann, ja, fliegen wir zu dieser Schatzsphäre. Yeah. Ah, da könnte ein böser Herzloser drin sein mit vier Sternen. Da sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Yeah.
Oh. Das ist ein bisschen komisches Ding. Ah ja, ein komisches Sandwurm. So. Da ist er wieder. So, der dürfte gleich besiegt sein. So, das war's. Kampf gegen die Weltraumwürmer. Ah ja. Gut, dort wollte ich eigentlich lang. So, wo war das Ding? Oh mein Gott. Moment. Da ist auch noch was Spezielles. So. Und da ist unsere nächste Schatzsphäre. So. Dann machen wir sie mal auf. So, dann das noch. So, offen. So, wieder ganz viele Gummisteine. Oh, Fluorid, das ist natürlich nicht schlecht, dann können wir unsere Schlüsselschwerter aufwerten. Gut, dann fliegen wir dahin, dann noch diese Schatzsphäre und dann geht's auf zu dieser Welt. So, den Kristall nehmen wir noch mit. Was ist hier los? Das ist ja wie ein Friedhof.
So. Das haben wir auch. Dann die nächste ist dort hinten. Das trifft sich gut, weil ich eh dorthin wollte. Zu diesem Kristall. Okay. So. Da sind wir auch schon bei der letzten Schatzsphäre. Oh, die braucht aber lange. So. Gut, die haben wir auch. So, wieder ganz viele Gummis. Oh, und Damast haben wir auch gefunden. Das ist ja mal praktisch. So. Gut, das haben wir alles abgegrast. Dann, ja, auf zu dieser Welt. So, dort hinten ist sie auch schon. World home. Is something there? Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Viech? So, da ist er wieder. Na, komm, geh kaputt. Kampf gegen den Terrorhai. So, und die Welt ist nun zugänglich für uns. So, dann landen wir mal in Monstropolis. Die Blätter dieser Bäume scheinen unausgesprochene Worte zu flüstern, unausgesprochene Gefühle. Sora, jetzt bin ich an der Reihe, für dich zu kämpfen. Ja,
von Kairi. Donald! Goofy! Why do you guys look like monsters? Pew, pew, pew! Well, you both scared me. Whoa! Seriously? Is this how we blend in here? That's right! It's about time you got on! Huh? Could you guys take a few steps back? You're giving me the heebie-jeebies. You take a step back. Come on. I think our new look could turn out to be lots of fun. Wonder what kind of weirdos live here. Who'd have thunk he'd get so creeped out? It says, we scare because we care? That's odd. Doesn't sound very caring. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate. Monstropolis. Sully, if they see the KID... That's fine. We got nothing to hide. But you're the CEO! You set the example! Guys! It's not what it looks like. Okay, listen. That kid over there just popped out of nowhere! We gotta call the CDA. A code 835. Are you trying to scare that little girl? Yes! I mean, no! We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike, take it easy. You should too, Sora. You see? She's happy. Oh. Hello. My name is Sora. Boo. Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. Huh? Hold on! You guys really aren't afraid of humans? Mike Wazowski! Huh? Come on, Boo! I'm Mike Wazowski! Well, you can see the resemblance. That googly bear eye. What's going on? I'm Donald Duck! Mike Wazowski! I'm Goofy! Well, my name's Sully, and this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? What's the matter, Boo? Huh? No! That's not the Heartless's emblem! Then what?
And how come I feel like I might have seen them before? Well, they aren't friendly. Stay here, Kitty. We'll be back. Those guys are right, Sully. This has got bad news written all over it. Yeah, we gotta keep Boo safe. I'm on it. Okay, die Unversierten sind auch hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Illusionsstab. Mal gucken, wie das so abläuft. Oh mein Gott. So, Finale. Oh mein Gott. Das ist sehr gruselig. So, okay, der ist irgendwie... Ach, okay. Voll auf Energie. Finde ich interessant. All right. Ha! Nice, Sully. Even with those extra pounds you put on. Still running circles around you, Butterball. Kitty! What? So any idea who those guys were? Well, they couldn't have been heartless. It's on the tip of my tongue. I remember the king told us something about negative emotions. Unversed? Oh, yeah! Them! Unversed? Uh-huh. A while back, the king fought a whole bunch of battles against them with the three missing Keyblade wielders. The same three that we're looking for? Aqua, Terra, and Ventus? Hey! Still, how come the Unversed are showing up now? I should be testing your screen power! Hey, I told you we're through using that! Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, you'd really like the king. Order! Basically, we've come from far away to get rid of those creatures causing trouble. We're like exterminators? Just how far away? As far as you can imagine. Okay, let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? Extremely! They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her. But it's time to postpone our playdate. You're right, Mikey. Let's get our girl home. What are you planning to do? It's kind of a long story, but Boo's from another world. And we gotta send her back there to keep her safe. Okay, then. We're gonna help you. What? Well, the Unversed might try to cause more trouble. So we want to come along. Great! We could use a couple of exterminators around here! Yeah, thanks. Hey, they need us! Besides, we need to figure out how all those Unversed got here. Feel much better when Boo's back in her own room. Me too. Good thing the laugh floor's not too far. Come on, fellas! Okay.
Gut, Oh, da vorne ist eine Kiste. Ah, und ein Speicherpunkt und ein Mokri-Shop. Und warum auch immer in der Mülltonne ein Gold. Also, Geld war. Egal. So, die Monster AG. Und ich finde die Monster-Designs von den. Also von Goofy und Donald geht's so, aber von Sora finde ich es irgendwie cool. So. Revanche-Stoß. Drücken erfolgreich mit Blocken, um halt gegen die Luft zu wirbeln. Fertiger anlegen Blockkonter. Warum haben wir keinen Blockkonter? Okay. Das finde ich komisch. Du hast nichts Neues, du auch nicht. Gut, die haben das übliche Neue. So, erstmal hier shoppen. Was gibt's denn hier Neues? Haben wir die Sachen? Ich weiß gar nicht, wir kaufen sie jetzt einfach mal. Kann sein, dass wir sie ausgerüstet haben, deswegen wird es nicht angezeigt. So. Schmieden können wir auch neue Sachen. Phantomring zum Beispiel. Vita-Konverter. So. Aber erstmal das Wichtigste: die Schlüsselschwerter. So, das ist das einzige, das schon auf 4 erweitert wurde. Ich glaube, ich würde das erstmal aufwerten. Und auch das. Ich glaube, das werde ich sogar nochmal auf. So. Gut, ein paar Fotos können wir auch irgendwann demnächst mal machen. So. Dann ausrüsten, genau. Ah, ja. Hatten wir das tatsächlich schon. Gut, ist nicht so schlimm. So. Sternschnuppe, den Königshänger und immer und ewig. Passt eigentlich soweit. Moment, können wir bei Sora irgendwie was ausrüsten, damit er diesen Blockkonter hat? Nö, da ist nix. Gut. So, was haben wir hier Schönes? Na gut, die üblichen Sachen. Wie schaut es mit den Schätzen aus? Ach, da haben wir auch was vergessen. Ja, super. Und im Olymp fehlen uns noch 2. Gut, kriegen wir alles irgendwie hin. So. Zack. So. Erstmal gespeichert und. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Dann erstmal danke fürs Zuschauen und bis, ja, zur nächsten Folge. Ciao, Leute. There's no saving you.